Ich rede heute mit Fabian Lehr, ja, über Kommunismus, ja, wie er sich das vorstellt, wie er da hinkommen möchte, was das überhaupt ist. Aber bevor wir anfangen, hallo Fabian, wer bist du und was machst du überhaupt? Hallo, erstmal schönen Abend, danke für die Einladung. Es werden wahrscheinlich viele Leute, die mir zuschauen, mich von YouTube oder Spotify schon kennen, weil ich einen YouTube- und einen Spotify-Kanal betreibe, in dem ich überwiegend mich mit aktuellen politischen Themen, aber auch mit marxistischer Literatur und Theorie, andererseits auch viel mit historischen Themen beschäftigen. Politisch komme ich ursprünglich aus einer trotzkistischen Richtung, war lange Zeit in Österreich in einer trotzkistischen Organisation aktiv, bin dort aber vor einigen Jahren schon ausgetreten, habe bisher keine alternative Organisation gefunden, bin deswegen momentan unorganisiert, deswegen eine Art freischaffender, kommunistischer Blogger und YouTuber. Du bezeichnest dich ja selber als Kommunist. Du hast gerade gesagt, du warst früher noch Trotzkist. Also erstmal aktuell bezeichnest du dich ja nur grundsätzlich als Kommunist. Wie bist du dazu gekommen, dass du dich nicht mehr als Trotzkist bezeichnest? Naja, ich meine, Trotzkist und Kommunist sind ja keine Widersprüche. Es würde ja jeder Trotzkist für sich selbst reklamieren, Kommunist zu sein. Also Trotzkismus ist eine Strömung der kommunistischen Theoriespektrums. Trotzkisten sind eine Strömung innerhalb der kommunistischen Bewegung, die ausgehen von den Fraktionskämpfen der Sowjetunion in den 20er Jahren. Dort die Position Trotzkis und seines Lagers in der Auseinandersetzung mit Stalin einnehmen, sich auch bis heute in der historischen Einschätzung der Sowjetunion deutlich von ML oder stalinistischen Kommunisten unterscheiden. Aber es ist eine kommunistische Strömung unter vielen. Warum ich mich heute nicht mehr als Trotzkist bezeichne, ist in erster Linie eine gewisse Frustration über die trotzkistische politische Praxis. Ich habe ja auch ein eigenes Video dazu gemacht, das wahrscheinlich viele kennen werden, den ich dargelegt habe, warum ich damals die SLP, also die damalige österreichische CBI-Sektion, verlassen habe, nach dem Eindruck hatte, dass es in anderen trotzkistischen Organisationen nicht grundlegend anders ist. Am meisten gestört hat mich eben die politische Praxis des Trotzkismus, dass sich einigeln in kleinen, sektenartigen Organisationen, die außerhalb des realen politischen, gesellschaftlichen Lebens stehen, quasi von der Seitenlinie heraus versuchen, Leute zu agitieren durch Zeitungsverkauf, durch Intervention auf Kundgebung, aber irgendwie nie ein organischer Teil der Arbeiterinnenbewegung oder irgendeiner gesellschaftlichen Strömung sind. Hat einfach den Eindruck, dass in einer trotzkistischen Kleinstorganisation aktiv zu sein, mich den politischen Zielen, die ich habe, keinen Schritt näher bringt. Dass in den ganzen Jahren, in denen ich trotzkistisch organisiert war, ich nicht den Eindruck hatte, dass irgendeine trotzkistische Orga politisch vorankommt, eine größere gesellschaftliche Verankerung erfährt. Aber gleichzeitig war es so, dass ich viele der theoretischen Elemente des Trotzkismus nach wie vor für zutreffend halte, beispielsweise wesentliche Teile der trotzkistischen Theorie über die Einschätzung der Sowjetunion in ihrer Auseinandersetzung mit ML oder stalinistischen Kommunisten. Aber ja, du hast gerade schon von politischen Zielen gesprochen. Was ist denn jetzt dein politisches Ziel? Das politische Ziel, das ich langfristig anstrebe, wie jeder Kommunist, ist die Schaffung einer klassenlosen, einer kommunistischen Gesellschaft. Das heißt, eine Gesellschaft, in der es keine Teilung der Bevölkerung in Produktionsmittelbesitzerinnen und Ausgebeutete mehr gibt, sondern die gesamte Ökonomie sich im demokratischen, im gemeinsamen Besitz der gesamten Bevölkerung befindet. Ein System, in dem die gesamte Bevölkerung selbst entscheidet, was sie auf welche Weise für welchen Zweck produzieren will, statt dass, wie es in einer kapitalistischen Gesellschaft der Fall ist, Produktionsmittelbesitzerinnen die Produktion danach steuern, was ihnen Profit einbringt. Eine kapitalistische Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass die Produktionsmittel ganz oder überwiegend in Privatbesitz sind. Das heißt, entweder Privatpersonen oder private Konzerne besitzen die Fabriken, die Bergwerke, die Äcker, die Docks, die Gleisanlagen und so weiter. Kommunistinnen wollen nun eine Gesellschaft, in der dieser Privatbesitz an Produktionsmitteln aufgehoben ist, in der die gesamte Gesellschaft alle Produktionsmittel gemeinsam besitzt und demokratisch entscheidet, was damit getan werden soll. Das ist nun ein Ziel, das Kommunistinnen mit Anarchistinnen grundsätzlich teilen. Es würden wahrscheinlich auch alle Anarchistinnen sagen, dass sie eine klassenlose Gesellschaft anstreben, der alle gleichberechtigt sind, dass keine Ausbeuter und Ausgebeuteten mehr gibt. Was aber Kommunistinnen
Anarchistin unterscheidet, ist ihre Auffassung davon, was der praktische Weg ist, in eine solche klassenlose Gesellschaft zu kommen. Beziehungsweise bei den Anarchisten ja nicht mal alle. Es gibt ja Anarchokapitalisten und Nationalanarchisten, die wollen das doch nicht, oder? Voll. Ich meine, das sieht man jetzt dann auch im Ukraine-Krieg, wo es in der Ukraine große anarchistische Organisationen gibt, die sich bedingungslos hinter den ukrainischen Staat stellen, an die Front gehen für ihren Staat und natürlich auch, wie du erwähnt hast, diese skurrilen Strömungen des Anarcho-Kapitalismus, die aber überwiegend ein US-Phänomen sind und auch ein sehr nischiges, ein Randphänomen. Also ich bin persönlich kaum einem Anarchisten, einer Anarchistin begegnet, die nicht das Ziel teilen würde, dass man am Ende eine klassenlose Gesellschaft will. Ich würde sagen, was Kommunistin und Anarchistin voneinander unterscheidet, ist nicht, was ihre Vision davon ist, wie in 100, 200 Jahren das Endziel aussieht, sondern wie man dorthin gelangt. Und da kommt man eben zur Frage der Partei, der Frage der Partei, der politischen Organisationsstruktur und dem Verhältnis zum Staat. Kommunistinnen sind der Meinung, dass natürlich der Staat langfristig überwunden werden muss, dass der Staat immer ein Gewaltinstrument einer Klasse zur Beherrschung einer anderen Klasse ist. Der bürgerliche Staat, in dem wir heute leben, ist ein institutionelles Instrument der herrschenden Klasse, der Produktionsmittelbesitzer, um die Ausgebeuteten, die Besitzlosen niederhalten und ausbeuten zu können. Kommunistinnen streben nun in einem ersten Schritt an, dass man diesen bürgerlichen Staatsapparat zerschlägt und an seiner Stelle einen sozialistischen Staat aufbaut. Das heißt, einen Staat, der jetzt nicht mehr dem Klasseninteresse der enteigneten Produktionsmittelbesitzer entspricht, sondern der Arbeiterin, wie es die Sowjetunion in 20er Jahren getan hat. Und das ist eben die große Differenz zu den Anarchisten, die dafür plädieren, dass man nach einer erfolgreichen Revolution direkt in die staatslose, anarchische, herrschaftsfreie Gesellschaft übergeht, während Sozialistinnen oder Kommunistinnen der Meinung sind, historisch gewachsen, dass ein sozialistischer Staat als Übergangsstadium notwendig ist, um von der bürgerlichen Klassengesellschaft zur klassenlosen Gesellschaft kommen zu können. Das heißt, du willst erstmal quasi eine Planwirtschaft. Sicher, die Planwirtschaft ist das Endziel. Die Frage ist, wie kommt man zu dieser Planwirtschaft? Ich glaube, stehe damit in der Tradition der leninistischen, der bolschewistischen Parteien, dass die Etablierung eines sozialistischen, eines Arbeiterinnenstaates ein notwendiges Zwischenstadium ist, um den Sieg des Sozialismus sichern zu können. Als die russische Revolution 1917 erfolgreich war, waren das ja auch Diskussionen, die sofort in Russland zwischen den Bolschewiki einerseits, andererseits um den linken Sozialrevolutionären, die eher anarchistisch geprägt waren, ausgebrochen sind. Die Frage, ob man direkt zur herrschaftsfreien Gesellschaft übergehen kann, nachdem man die Produktionsmittelbesitzer enteignet hat, oder ob man erst einen Staat braucht. Und ich glaube, dass man zuerst einen sozialistischen Staat braucht, aus mehreren Gründen. Einerseits, weil die organischen Institutionen der Gesellschaft zur Selbstverwaltung erst einmal historisch reifen müssen. Wenn jetzt morgen eine erfolgreiche sozialistische Revolution stattfinden würde, dann würden wir trotzdem eine Institution brauchen, die über die Einhaltung von Verkehrsregeln wacht. Wir würden eine Institution brauchen, die plant, wo und wie man Eisenbahngleise verlegt. Wir bräuchten eine Institution, die Infrastrukturprojekte plant. Wir bräuchten auch irgendeine Art von Polizei, um in einer Kneipenschlägerei intervenieren zu können. Wir bräuchten nicht zuletzt auch eine Armee, um Restaurationsversuche des imperialistischen Auslands abwehren zu können. Wenn zum Beispiel morgen Deutschland sozialistisch würde, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass, um eine Ausbreitung dieser Revolution zu verhindern, imperialistische Staaten wie die USA versuchen würden, militärisch zu intervenieren. Dagegen braucht ein junger sozialistischer Staat, der noch isoliert steht, eine Armee. Er braucht staatliche Strukturen, diese Armee auszurüsten. Das Endziel ist, dass der Staat als ein Unterdrückungsinstrument einer Klasse gegen eine andere vollständig abstirbt. Aber das ist eine langfristige Vision. Wir brauchen kurzfristig erst einmal den Übergang von einem bürgerlichen Staat zu einem Arbeiterinnenstaat. Ja, und wie soll das genau aussehen? Da sehe ich eben als Vorbild das große Beispiel der russischen Revolution, der Oktoberrevolution. Nicht aus einem dogmatischen Fetischismus, weil ich glaube, was Lenin gesagt hat, muss richtig sein, sondern wegen des Erfolgsarguments. Wenn wir die Geschichte des 20. Jahrhunderts uns anschauen,
dann sehen wir, dass aller erfolgreichen sozialistischen Revolutionen von Parteien eines leninistischen Typus durchgeführt wurden. Es gab keine erfolgreiche Revolution, die von einer diffusen, heterogenen Masse ohne eine klare politische Führung erkämpft wurde. Das heißt, ich sehe als notwendig für den Sieg der Revolution zunächst die Bildung einer theoretisch gefestigten, einer zentralisierten Kaderpartei, in der der sogenannte demokratische Zentralismus herrscht. Und das Ziel einer solchen Kaderpartei muss es sein, in einer revolutionären Situation die Führung der Bewegung zu ergreifen, um eben einen Arbeiterinnenstaat aufzubauen. Es ist nun eigentlich so, dass eine revolutionäre Partei eine revolutionäre Situation nicht aus dem Nichts schaffen kann. Die Frage, ob in einem Land eine sozialistische Revolution möglich ist oder nicht, wird davon bestimmt, ob die Bevölkerung dieses Landes für diese Idee grundsätzlich offen ist. Und für diese Idee grundsätzlich offen ist sie nur, wenn sie sich in einer Situation befinden, in der man sie davon überzeugen kann, dass ihre aktuellen Bedürfnisse im bestehenden System nicht mehr befriedigt werden können. Das war zusammen der russischen Revolution durch die Krise des Ersten Weltkriegs der Fall. Russland war dabei, militärisch den Krieg zu verlieren. Deutsche Truppen standen hunderte Kilometer tief in Russland. Es herrschte Hungersnot. Es herrschte eine entsetzliche Massenarbeitslosigkeit, ein entsetzliches Elend. Es herrschte eine Situation, in der fast keine Familie keinen gefallenen Krieg hatte. Die Leute haben gesehen, dass die Fortsetzung des bisherigen zaristischen und kapitalistischen Systems nicht mehr mit ihrem Interesse an Frieden, an Prosperität, an Wohlergehen von sich selbst und ihrer Familie vereinbar ist. Das heißt, ich glaube, revolutionäre Situationen entstehen nur dann, wenn eine Gesellschaft in eine tiefe Krise geraten ist. Aber ob aus einer solchen tiefen Krise eine Revolution wird, hängt davon ab, ob es eine Organisation politische Kraft gibt, die die Führung dieser Bewegung an sich reißen und sie in eine bestimmte Richtung eben hin zum Sozialismus führen kann. Ja, aber so eine revolutionäre Situation, die deutet sich ja in keinem Industrieland gerade an, oder siehst du das anders? Das würde ich ja nicht bestreiten. Also ich glaube nicht, dass momentan in der westlichen Welt, in Nordamerika oder in Westeuropa, irgendein Land kurz vor einer so revolutionären Situation steht. Aber revolutionäre Situationen wird es mit Sicherheit wieder geben. Es ist ja ein seltsamer Glaube, dass Menschen dazu neigen, das zu verabsolutieren, was sie in ihrer Lebenszeit erfahren haben. Wenn jemand heute 20, 30, 40 Jahre alt ist, dann hat er die Erfahrung gemacht, in meiner Lebenszeit hat es niemals eine revolutionäre Situation gegeben, also wird es nie eine geben. Revolutionäre Situationen sind aber etwas relativ Seltenes, aber trotzdem etwas Regelmäßiges. Wenn wir uns mal anschauen, was allein in den letzten 20 Jahren passiert ist, dann hatten wir im unmittelbaren Umfeld Europas revolutionäre Massenbewegungen in allen arabischen Staaten im Zuge des arabischen Frühlings. Wir hatten Ansätze einer revolutionären. Sorry, wenn ich dich mal unterbreche, aber in diesen arabischen Staaten, da fehlte deiner Meinung nach eine starke kommunistische Partei, die da die Führung hätte übernehmen können. Oder sehe ich das falsch? Absolut, absolut, absolut. Der arabische Frühling ist, glaube ich, gerade ein sehr gutes Beispiel dafür, warum eben das leninistische Parteikonzept richtig ist, warum die anarchistische Vorstellung einer Spontanität der Massen, wie sie auch Luxemburg ein bisschen vertreten hat, unzutreffend ist. Der arabische Frühling hat gezeigt, dass in einer schweren gesellschaftlichen Krise, wie es um 2010 in arabischen Staaten der Fall war, es zwar leicht ist, Hunderttausende und Millionen Menschen auf die Straße zu bringen, aber daraus kaum etwas Progressives erwächst, wenn diese Massen auf den Straßen keine politische Führung haben, die ihnen ein klares Ziel geben kann. Und damit war eben das Resultat des arabischen Frühlings in den meisten Staaten, dass eine repressive bürgerliche Diktatur am Ende durch eine andere ersetzt wurde. Und das wäre eben anders gelaufen, wenn in Ägypten, in Syrien oder anderen Staaten es eine allgemein anerkannte kommunistische Partei gegeben hätte, die es geschafft hätte, die Führung der Bewegung an sich zu reißen. Ja. Aber wir hatten ja beispielsweise in Osteuropa nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine riesige Wirtschaftskrise. Also die Wirtschaftsleistung in ja, den meisten ehemals sozialistischen Staaten, die hat sich mit Einführung des Kapitalismus ungefähr halbiert. Also es war ja auch massenhaftes Elend. Man hatte auch noch starke kommunistische Parteien, eben wegen dieser sowjetischen Vergangenheit. Man hatte eine ja, marxistisch sozialisierte Bevölkerung. Und trotzdem ist es in diesen Staaten, trotz dieser riesigen wirtschaftlichen Krise, nicht zu einer revolutionären Situation gekommen. Wie erklärst du dir das?
Naja, dass es nicht zu einer revolutionären Situation gekommen ist, würde ich so pauschal nicht mal sagen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Sowjetunion selbst anschauen, dann hatten wir 1991 fast einen Staatsstreich gegen den Reformkurs Gorbatschows. Wir hatten in mehreren osteuropäischen Staaten Massenproteste. Wir hatten zum Beispiel in Rumänien eine Situation, dass Anfang der 90er Jahre Millionen Menschen auf der Straße waren, dass es teilweise zu bürgerkriegsartigen Zuständen in Bukarest gekommen ist. Aber daraus ist keine progressive Bewegung geworden. Daraus ist keine Restauration der Planwirtschaft geworden, weil die Planwirtschaft sowjetischen Typs, wie sie am Ende bestanden hat, historisch in diesen Ländern als diskreditiert galt, zumindest für eine Weile. Das Problem mit der Planwirtschaft sowjetischen Typus ist, dass sie einerseits ab Ende der 70er Jahre ökonomisch zunehmend versagt hat. Der Lebensstandard in der Sowjetunion, in den sowjetischen Satellitenstaaten hat Ende der 70er Jahre einen Höhepunkt erreicht, ist dann kontinuierlich abgesunken. Die Leute hatten die Vorstellung, dass in der bestehenden Planwirtschaft kein höheres Wohlstandsniveau mehr möglich ist und dass eine kapitalistische Restauration notwendig wäre, um ein höheres Wohlstandsniveau zu erlangen. Andererseits haben die Leute natürlich die Erfahrung gemacht, dass in einem solchen sehr autoritären Sozialismus, wie er in der Sowjetunion der 70er, 80er Jahre herrschte, man das Gefühl hatte, die Planwirtschaft, der Sozialismus ist eine außerhalb meines Lebens stehende fremde Kraft. Sie ist kein Bestandteil von mir selbst. Sie ist nichts, wo ich selbst etwas mitzureden habe. Das heißt, die Leute haben den Eindruck gewonnen, Planwirtschaft und Sozialismus bedeutet Armut und Unterdrückung und deswegen brauchen wir den Kapitalismus. Die Leute haben dann in den 90er Jahren relativ schnell erkannt, was die kapitalistische Wirklichkeit bedeutet, sind aber trotzdem keine Kommunistin, keine Sozialistin geworden, weil der Kommunismus, der Sozialismus begrifflich in diesen Ländern historisch kontaminiert waren. Insbesondere dadurch, dass der sowjetische Sozialismus, das sowjetische Machtsystem als eine russische Fremdherrschaft wahrgenommen wurde. Und das war ganz besonders stark, zum Beispiel in Polen oder Ungarn, wo man den Eindruck hatte, die Planwirtschaft ist das System eines fremden Eroberers. Darüber hast du auf deinem Kanal tatsächlich gesprochen und du meintest, eine Lösung wäre es gewesen, diese Länder gleich zu Sowjetrepubliken zu machen und sie nicht als unabhängige Nationalstaaten bestehen zu lassen. Ich glaube, dass es vorteilhaft gewesen wäre aus mehreren Gründen. Einerseits war es so, dass die ökonomische Misere der Sowjetunion und des sowjetischen Wirtschaftsbundes als das RGW in den 70er, 80er Jahren zu einem beträchtlichen Teil daran lag, dass der sowjetische Wirtschaftsblock dermaßen zersplittert war. Man hat ein System, in dem etwa ein Dutzend sozialistische Nationalstaaten mehr oder weniger auf eigene Faust, mehr oder weniger autark nebeneinander gewirtschaftet haben. Das hat dazu geführt, dass es keine wirklichen Synergieeffekte gab, dass man zwar einen gigantischen Wirtschaftsraum hatte, der aber aufgespalten ist in ein Dutzend kleiner, selbstständig wirtschaftende Wirtschaftsräume. Das hat zu völlig absurden Situationen geführt, zum Beispiel in der DDR, wo man in den 80er Jahren sich gezwungen gesehen hat, dass man von null auf eine vollständig eigene Chipindustrie aufbaut, um Computer zu entwickeln, statt dass man einfach die viel größere bereits bestehende sowjetische Chipindustrie mitbenutzt. Oder es hat dazu geführt, dass die einzelnen Teilrepubliken miteinander um Rohstoffe konkurrieren, weil die Machthaber jedes sowjetsozialistischen Teilstaates den Ehrgeiz hatten, möglichst viele Rohstoffe, möglichst viel Arbeitskraft für ihre Teilrepublik zu bekommen. Das hat die Wirtschaft in den Ostblockstaaten unglaublich behindert und die wäre viel effizienter gewesen, wenn man einen Gesamtstaat gehabt hätte, eine Riesensowjetunion. Das andere ist, dass diese Zersplitterung des RGW in einzelne Kleinstaaten dazu geführt hat, dass der Nationalismus sich hat halten können, am Ende sogar wieder stärker geworden ist. Man hat die Leute weiterhin in sprachlich und ethnisch voneinander segregierte nationale Kleineinheiten aufgeteilt und hatte damit halt auch weiterhin ein Nationalbewusstsein, das 1989 bis 91 einfach nur ihre Unabhängigkeit proklamieren musste und sich zu neuen Nationalstaaten entwickeln musste. Man hat nicht versucht, den Leuten eine gemeinsame sozialistische, sowjetische Identität zu schaffen. Und diese beiden Punkte, das Bewahren, das Konservieren des Nationalismus einerseits, andererseits das hier ökonomische Scheitern durch die Dysfunktionalität des RGW, waren, glaube ich, die Hauptursachen dafür, dass der RGW dann 1990 explodiert ist. Also wir haben jetzt über, ja, darüber gesprochen, inwieweit du glaubst, dass es zu einer, ja, obwohl, nee, darüber haben wir noch nicht gesprochen, inwieweit glaubst du, dass es
innerhalb der nächsten Jahrzehnte hier in Europa, hier in Westeuropa vor allem, zu einer revolutionären Situation kommen könnte? Also wenn wir von Europa insgesamt sprechen, würde ich das für fast sicher halten. Also wir hatten in den letzten Jahrzehnten ja in europäischen Staaten eine Reihe revolutionärer Situationen. Wir hatten sogar in den westeuropäischen Metropolen 1968 eine Situation, wo zumindest in einem einzelnen Staat wie Frankreich durchaus denkbar schien, dass daraus eine sozialistische Revolution werden könnte. Wir hatten in Frankreich 1968 eine Situation, dass die Arbeiterinnenbewegung, die Studentenbewegung zusammengearbeitet haben, dass die Regierung zeitweise aus Paris geflohen ist, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so gering war, dass 1968 es eine erfolgreiche Revolution in Frankreich hätte geben können, wenn die kommunistische Partei voll auf den Zug dieser Bewegung aufgesprungen wäre, statt sie zu behindern. Aber wenn jetzt was die Zukunft angeht, tue ich mir schwer damit, eine Zeitprognose zu stellen. Das ist etwas, was man nicht wirklich vorhersagen kann, wann es in einem bestimmten Land die nächste revolutionäre Situation gibt. Also als kleine Anekdote, Lenin hat 1916, glaube ich, in Zürich, wo er im Schweizer Exil war, einen Vortrag gehalten, in dem er am Ende seufzend feststellt, dass er und seine Generation die Revolution in Russland wohl nicht mehr miterleben werden, aber die jungen Leute vielleicht schon noch. Man kann nicht voraussagen, wann eine Gesellschaft in eine Existenzkrise gerät. Was man aber voraussagen kann, ist, dass jede Klassengesellschaft irgendwann in Existenzkrisen geraten wird. Es wird irgendwann die nächste massive Wirtschaftskrise geben. Es wird irgendwann den nächsten massiven Großkrieg geben. Es wird irgendwann die nächste massive politische Diskreditierungskrise geben. Die Frage ist für mich nicht so sehr, ob eine Gesellschaft in eine revolutionäre Situation eintritt. Das tut jede Gesellschaft der Welt regelmäßig. Die Frage ist, ob sie auf eine vorbereitete Kraft stößt. Das heißt, es kann sein, wenn, sagen wir, der Ukraine-Krieg dermaßen eskaliert, dass es wirklich ein dritter Weltkrieg wird, dass Deutschland, dass Großbritannien, dass Frankreich voll involviert sind, dass Hunderttausende westeuropäische Soldaten in der Ukraine kämpfen, dass das in 5 Jahren eine solche Systemkrise auslöst, dass wir eine revolutionäre Situation haben. Es kann auch sein, dass es in den nächsten 20 Jahren in Deutschland keine gibt. Das ist natürlich immer ein einen Blick in die Glaskugel zu sagen, es wird so oder so viele Jahre dauern bis zur nächsten revolutionären Situation, aber es wird wieder welche geben. Glaubst du, dass Verbesserungen innerhalb des Kapitalismus möglich sind? Verbesserungen ja, aber Verbesserungen in dem Rahmen, der diktiert wird von der Stellung eines Staates auf dem Weltmarkt. Wenn wir uns jetzt einen imperialistischen Staat mit einem hohen Wohlstandsniveau wie Deutschland anschauen, und dann gibt es natürlich für eine linksreformistische Regierung einen gewissen Spielraum, wie viele Sozialleistungen sie gewähren kann. Es gibt einen gewissen Spielraum, wie stark der Mindestlohn ansteigen kann. Aber diese graduellen Verbesserungen im Kapitalismus sind erstens nur möglich in Staaten, die an der Spitze der imperialistischen Hackordnung stehen. Ein Staat wie der Sudan, ein Staat wie Afghanistan, ein Staat wie Eritrea, der kann überhaupt keinen Sozialstaat etablieren aufgrund seiner ökonomischen Stellung. Andererseits wird der Spielraum für Sozialreform auch innerhalb der imperialistischen Metropolen dadurch begrenzt, wie momentan die Konjunkturlage für diesen Staat, für sein nationales Kapital ist. Ich habe ja im Eingangsstatement schon darauf hingewiesen, jeder Staat ist das Instrument der Herrschaft einer bestimmten Klasse. Der deutsche Staat als ein bürgerlicher Staat ist das Herrschaftsinstrument der deutschen Produktionsmittelbesitzer, der deutschen Bourgeoisie. Und das heißt, dieser Staat kann das Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital nur so weit zugunsten der Arbeit verschieben, wie es die Existenzinteressen seines Kapitals nicht wirklich gefährdet. Wenn der deutsche Staat jetzt zum Beispiel dekretieren würde, es gibt einen 35-Euro-Mindestlohn, dann wäre das natürlich erst einmal gut für die Arbeitnehmerinnen, für die Arbeiterinnen. Es würde aber natürlich dazu führen, dass das nationale Kapital entweder seine Produktion vollständig in andere Länder verlagern würde oder dazu, dass es dieses Kapital revoltieren würde gegen seinen eigenen Staat, der seine Interessen nicht mehr erfüllt. Das heißt, der Spielraum, in dem Sozialreformen möglich sind, wird dadurch begrenzt, wie die Konjunkturlage eines Staates ist, wie weit ein Staat es sich erlauben kann, Zugeständnisse seinen Arbeiterinnen zu machen, ohne dass das ökonomische Interesse seiner herrschenden Klasse geschädigt wird dadurch.
Ja, da hast du sicherlich grundsätzlich recht. Jeder Staat kann sich ja kann sich nur so hohen Konsum insgesamt erlauben, wie seine Produktion auch hergibt, da kein Staat sich gegenüber dem Ausland dauerhaft verschulden kann. Es sei denn, er hat jetzt vielleicht eine international sehr konkurrenzfähige Währung wie Großbritannien oder die USA. Aber kleine Staaten wie Eritrea oder Afghanistan, was du da gerade gesagt hast, die können das sicherlich nicht. Und ich glaube, das wird ein Thema, wo wir in der nächsten Diskussion noch ein bisschen drüber debattieren können. Ich würde sagen, das war jetzt schon mal ein guter Einstieg darüber, was Kommunismus ist, beziehungsweise was du grundsätzlich willst. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von dir. Danke. Ja. Ich habe